Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Lotus Simulator hier auf ÖPNV Simulator mit mir, dem Bio. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ihr seht, der T4D von Steve ist mal wieder auf dem Bild hier oder im Bild. Keine Ahnung, nennt wie ihr das wollt. Nein, denn es gab nämlich ein neues Update, welches ich euch natürlich hier zeigen möchte. Denn Steve und Kira zusammen haben mal wieder ein bisschen weiter getüftelt hier. So langsam aber sicher geht es dann doch in Richtung Final Version, könnte man fast behaupten. Denn das sind so kleine, feine Details, die hier mit eingebaut worden sind. Und wie gesagt, ich finde, das ist lohnenswert. Das muss man auf jeden Fall mal gezeigt haben. So an sich vom Modell her hat sich jetzt nicht wirklich groß was verändert. Ne? Einziges, was hier halt massiv auffällt, ist, ja genau, ihr habt richtig geguckt. Dienstfahrt? Das stand aber sonst nie da. Das ist nämlich richtig. Und was sehen wir da drinnen? Wir sehen nämlich auch ein kleines Gerät jetzt mittlerweile hier drinnen. Aber das ist gar nicht das, worum es hier heute geht, sondern es geht um was anderes, kleines, feines. Und ich liebe diese kleinen Details. Das habe ich schon mehrmals erwähnt. Wenn wir jetzt hier natürlich im Cockpit sind, ne, haben wir jetzt nicht die Möglichkeit, das Ganze hier aufzurüsten und so weiter und so fort. Und hier oben haben wir hier so zwei Rädchen. Ziemlich cool, oder? Und wenn wir jetzt mal zu diesen Rädchen gehen, können wir jetzt hier nämlich ganz genau sehen, da steht Dienstfahrt. Könnt ihr das lesen? Nur halt umgeändert. Und wenn wir jetzt hier dran kurbeln, ja, dann steht hier jetzt hier Fahrschule. Und wir können das Ganze jetzt hier in Fahrschule umändern. Oder wir machen das Ganze jetzt so. Ja, da steht hier Südfriedhof. Und das Gleiche geht jetzt hier auch noch mit hier. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel sagen, ja, das ist E. Oder machen wir jetzt einfach das L. So. Und dann sehen wir, ne, die Linie nach Südfriedhof. Das ist eine coole Sache. Das geht sogar, ich glaube, weiß gar nicht, ja, das geht sogar zur Hälfte. Also, wenn es dann mal kaputt ist oder sowas und der Fahrer zu faul war zu drehen, ja, dann steht es halt nur noch zur Hälfte da. Finde ich eine richtig coole Sache. Allerdings sind diese Rollbandanzeigen, ja, ich glaube, sie sind wirklich, also, intern. Also, man kann sie jetzt nicht halt einfach so austauschen. Man müsste wahrscheinlich dann komplett eigene Rollbandanzeigen jetzt hier erstellen, wahrscheinlich für den T4D, damit die funktionieren. Denn, also, ich habe jetzt die Hofdatei meiner Meinung nach, obwohl, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich die jetzt von Diorama jetzt geladen habe, aber im Test ging es nicht, dass ich jetzt zum Beispiel die FIS-Datei jetzt praktisch übernommen habe mit dem T4D hier. Das bedeutet halt einfach, dass das Ganze halt schon wirklich nur auf diese eine spezielle Karte zum Beispiel getrimmt ist. Zudem haben wir hier unten noch die Möglichkeit, dass wir hier so ein Schild reinhängen können. Ja, hier steht zum Beispiel Dienstfahrt. Ja, das können wir dann dementsprechend auch wieder rausnehmen. Also das sind so kleine Spielchen, ja, die finde ich total toll. Wenn ich das mal so sagen darf. So, machen wir mal erstmal Stromabnehmer hier. So, genau. Zack. Machen wir das Ganze fertig. Aber ihr habt, doch habe ich geladen. Sehr gut. Ja, hier können wir dann zum Beispiel dann einfach irgendwas schildern, weil das ist hier sowieso egal. So, Ziel. Machen wir 001 einfach, das Betriebsfahrt. Und dann passt das schon. Ach, ja, ja. Sonst haben wir hier natürlich immer weiterhin die Scheinwerfer hier, ne, die wir hier noch einstellen können, sowie die Blinker, ne, das funktioniert hier auch. Was neu zum Beispiel dazugekommen ist, ist meiner Meinung nach hier der Weichenschalter, den wir jetzt tatsächlich benutzen können, der funktioniert auch. Also der T4D wurde dementsprechend halt auch geupdatet, ja, sodass das zum Beispiel für die neueren Karten, die jetzt natürlich hier schon die ganzen Weichengedöns damit drin haben, das Ganze, also die ganzen Anforderungen praktisch jetzt mit benutzen kann halt jetzt. Und das finde ich eigentlich eine coole Sache. Ja, hätte ich nicht mit gerechnet. So, sonst haben wir hier nichts weiter. Hinten ist leider kein Schild drin. Ich bin auch schon da hinten gegangen hier. Hab gedacht, man hätte da irgendwie noch eine Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Aber nein, geht nicht. Also da kann man leider nichts verschwinden. Da wäre natürlich cool, wenn da auch noch so ein Schild hängt oder dass man hier einfach so ein Schild platzieren könnte. Das wäre eine ziemlich coole Sache. Normalerweise fährt sie ja auch in Doppeltraktion und so weiter. Ich weiß, aber das haben wir uns ja nun diesmal jetzt weggelassen. Weil es geht ja halt wirklich nur erstmal wieder um das neue Future hier. Ne? So, und sonst seht ihr, ne, es funktioniert halt einfach alles. Was ich hier ein bisschen bemängeln muss, tatsächlich, das ist überall das Gleiche irgendwie. Die Fahrzeuge müssen dementsprechend noch ein bisschen angepasst werden.
Denn ich bin der Meinung, sie bremsen einfach viel zu stark in diesen Kurven ein. Das finde ich halt ein bisschen anstrengend, weil du halt permanent immer Schub geben musst. Gibst du ja normalerweise ja auch so ein bisschen, aber er bremst hier komplett runter. Also es ist schon... Da muss man vielleicht noch mal ein bisschen was so ein bisschen verfeinern, das Ganze. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt an Kira liegt oder jetzt Steven, der da jetzt irgendwas anpassen muss oder ob das jetzt direkt von Lotus herkommt. Ne? Also das weiß ich natürlich da nicht. Ja? So tief stecke ich denn doch nicht mehr in der Materie drin. Und ja, jetzt können wir hier zum Beispiel sagen, geradeaus. Hat er jetzt nicht mehr gemacht. War schon am weichen Signal vorbei, wa? Dies kann natürlich sein. So. Und bremsen. Kurve. Und sonst funktioniert es. Hier finde ich auch noch schade, dass hier diese Tür, die Türgeräusche nicht da sind. Ja? Wie die Türen so aufrattern und so. Und wie sie wieder so zurattern, ja, das wäre vielleicht auch noch eine coole Sache. Ich glaube, auch der Summer fehlt hier, oder? Was, kann ich mir gar nicht mehr erinnern. Ja, so ein Summer und wie die Türen halt schließen, ne? Das wären noch so ziemlich coole Sachen. Sonst haben wir hier Außenbeleuchtung, Fahrerleuchte, das brauchen wir nicht. So, jetzt ist hier drin auch Licht an. Ne, also, wundervoll. Das ist wirklich ein hübsches Modell. Und erweitert den Fuhrpark richtig. Dazu jetzt noch die passende Karte. Ich glaube, das könnte richtig cool werden. Weiß nicht. Also, das ist halt das Problem, was ich halt immer so habe. So die passenden Fahrzeuge finden. Ja. Ich finde, also so cool, wie das Fahrzeug auch aussieht. Ja, aber ich finde, der passt nicht in Berlin rein irgendwie. Weißt du, was ich meine? Das ist dann halt so... Der passt halt nicht, ja. Also die kannst du in einer anderen Region wahrscheinlich dann... Da hat er ein richtig geiles Setting, aber hier in Berlin... Aber es ist weiterhin ein absolut tolles Fahrzeug. So, Blinker aus. Ich finde auch der beschleunigt richtig gut. Also das ist zum Beispiel auch noch so eine Sache. Ja, sonst können wir, wie gesagt, hier einfach weiter drehen. Lup. Während der Fahrt hier einfach zack umgedreht. Und dann sehen wir hier zum Beispiel, ja, das ist Linie 1. Davon waren wir ja 1E. Ja, also das können wir dann auch dementsprechend machen. Ah, das ist schon nett. Wie geht die Entwicklung auf jeden Fall weiter mit dem T4D? Hatte mich ja so gucken wir mal. Ah ja, da kommt's, okay. Hatte mich ja mit dem Steve unterhalten. Ja, bei dem Straßenbahnmuseum. Und hat er mir erzählt, dass er leider das Originalmodell verloren hat. Das ist schon echt bitter. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie groß er hier zum Beispiel noch was verändern kann. Das ist ja noch die andere Sache. Ja, aber ich drücke ihm ganz fest die Daumen, dass irgendwo noch auf irgendeine Festplatte das Original noch irgendwo rumliegt. Ja? Weil alles andere wäre einfach nur traurig, wenn das auf einmal verschwunden ist. Und das liegt natürlich daran, ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Wir zum Beispiel haben ja auch ein Gemeinschaftsprojekt. Ich, der Phasus und der Lebendig. Jetzt kommt noch Hobbyfilmer dazu, ja, der da mitwirkt später mal. Die haben jetzt zum Beispiel alle Zugriff auf eine Datei. So, jetzt muss einer versehentlich mal die Datei löschen und dann ist für alle ist das weg, ja. Also, weil sich dann zum Beispiel keiner auch wirklich ein Backup macht oder sowas. Aber das kann wirklich schnell gehen. Wenn du dann die Datei noch hin und her schiebst oder sowas, löscht sie versehentlich, weil du gedacht hast, okay, ja, irgendwo wird es ja schon sein und dann ist sie weg. Oh, das ist... Oh, mir läuft die Nase, das ist ja furchtbar.
So, jetzt musste ich mir mal gerade mal kurz die Nase schnauben. Ja, das ist der Traumhaft, wenn man Kinder hat. Daumen nach oben. Also ist es, kann man nicht ändern. Und rum damit. Davon echt wirklich gerne mehr Fahrzeuge. Ja, der Steve, der baut ja, wäre das ja auch schon an der Shopper, ne, den T4DC. Bin mal gespannt, wie weit er da kommt. Da hat er jetzt dazu nichts speziell gesagt, aber das Modell jetzt auch verloren hat, weil das wär wirklich traurig. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass es wirklich hier nur um den T4D ging. Und wie gesagt, also dass das irgendwo noch da ist, drücke ich ganz fest die Daumen. Aber es ist ein ganz, ganz sympathischer Mensch. Also man glaubt es manchmal gar nicht so, was für Leute da so hinterstecken. Ich meine, ich habe auch schon mit BLV so Kontakt gehabt. Wir haben gequatscht und geschrieben und so. Ja, und dann hast du manchmal so ein Kartoffelphantom. Und dann denkst du dir so, bei Kartoffelphantom musst du eher aufpassen, weil er halt wirklich schon so diese Wörter, die du manchmal so sagst, immer so ein bisschen auf die Goldwaage legt. Also bist du da halt schon wieder ein bisschen vorsichtig. Und so stelle ich mir tatsächlich dann auch so in Wahrheit vor. So BLV so ist so ein bisschen kumpeltypisch. So bei Steve, da war ich mir auch nicht so ganz 100% sicher. Wie kannst du da mit ihm reden? Und ey, das waren zwei dufte Typen gewesen, ja. Ich glaube, der Dominik war da noch bei mir gewesen und Heinz-Steve, das sind wohl dicke Kumpels und es waren zwei dufte Typen, ja. Also, Wahnsinn. Das ist immer so cool, ja. Du siehst ja halt die Leute nie, ja, die sowas hier fabrizieren, bauen und sowas. Ja, und dann siehst du sie halt irgendwann und dann denkst du dir auch so, cool. Echt sympathisch, ja. Also, so muss das sein. So, dann wollen wir mal hier rumfahren. Machen wir nochmal eine kleine Erdenrunde hier. Was haben wir hier sonst noch? Hier haben wir das Warnsignal. Ach, das geht gar nicht, okay. Ah, die Lichthupe geht auch schon. Ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, ob das Modell. Ich glaube nicht, dass das Modell. Ich glaube, das Modell ist nicht Multiplayer-tauglich. Was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil ich dachte eigentlich, dass das Ganze so scripttechnisch und das ist doch Multiplayer. Da muss ich mal den Steve fragen. Aber ich hab. Achso, das ist die Warnblinker. Ja, das klappt leider nicht hier. Und dann geht das zum Beispiel nur, wenn die Tür zu ist. Warte mal, wir probieren es mal. Ja, Tür auf. Und jetzt. Ah ja, doch. Okay. So, dann geht es automatisch zu. Okay, also dann haben wir doch die Warnton. Dann nehme ich alles zurück, weil sie vorher gesagt haben, bloß das Radar fehlt von der Tür. Ja, also ihr seht es, ne? Also es hat sich ganz schön rausgemacht, der T4D. Und wie gesagt, ergänzt das Ganze halt mit dem KT4D zum Beispiel ungemein, ja? Oder dem BKVT. Das ist ja auch immer noch absolut eine meiner Lieblingsstraßenbahnen, ja? Den haben wir da noch, jetzt den anderen, den BKV, der jetzt ja auch neu dazugekommen ist, der aber an der Qualität vom BKVT nicht reinkommt, finde ich. Also so gibt es halt schon so die ein oder andere Lieblingsfahrzeuge, die man hier so hat. Aber ich finde, wie gesagt, der T4D, der macht hier einen ganz guten Ersatz. Also das ist doch... Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung mal hier in die Kommentare posten, was ihr so von dem T4D haltet. Sind euch so zum Beispiel noch Sachen aufgefallen, die euch so ein bisschen stören an dem T4D, dann nutzt die Kommentarfunktion. Oder einfach mal auch Lob einfach dalassen. Ja, das ist zum Beispiel auch mal eine richtig coole Sache und bestärkt halt extremst auch mal hier irgendwie an dem Projekt weiterzuarbeiten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ja... Sonst würde ich es eigentlich schon wieder beenden, das Video. Ja, das war, wie gesagt, nur so ein kleiner Ausblick, was so Neues ist im T4D. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge. Lotus, hier auf ÖPNV-Simulation mit mir, dem Bio. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss!